Herzlich willkommen zur allerersten Sendung Promi Deluxe TV. Und wie Sie es gehört, haben wir natürlich gleich ein super spannendes Thema für euch. Und zwar geht es um Promis, die nach Dubai ausgewandert sind oder nach Dubai auswandern und warum das Ganze gerade so aktuell ist. Dubai ist aktuell ohnehin gefühlt gerade in aller Munde. Es ist so das Juwel der Vereinigten Arabischen Emirate und es lockt nicht nur Urlauber an, vor allem gerade aktuell wahnsinnig viele Prominente, wahnsinnig viele Stars und Sternchen und generell Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt nach Dubai verlagern, komplett auswandern, ihre Koffer packen und das Abenteuer Dubai eingehen. Und wir haben uns einfach gefragt, woran liegt das eigentlich, dass aktuell so viele Promis nach Dubai gehen? In einem kleinen Beitrag haben wir uns mal angeschaut, wer ist denn gerade schon nach Dubai gegangen? Wen hat diese Faszination Dubai schon gepackt? Und welcher Promi lebt aktuell schon dort? Schauen wir mal rein. Dubai ist bei vielen Promis längst nicht mehr nur als Urlaubsziel, sondern auch als Wohnort begehrt. Vor allem Influencer und Reality-Sternchen zieht es in die Wüstenmetropole, sei es wegen der hohen Temperaturen, des modernen Lifestyles, der wenigen Flugstunden bis in die alte Heimat oder auch wegen der Steuerersparnis. Das Influencer-Paar Dominic und Sarah Harrison brach 2020 mit den Töchtern nach Dubai auf. In den heißen Sommerwochen fliegt die Familie aber gerne zu Verwandten und Freunden nach Deutschland. Einer der ersten deutschen Promis, der nach Dubai zog, ist die ehemalige GNTM-Kandidatin Fiona Erdmann. Nach dem Tod ihrer Mutter 2016 begann sie ein neues Leben und ist nun dort mit Partner, zwei Kindern und Eigenheim glücklich. Influencer Sami Slimani zog es im Sommer 2019 an den Persischen Golf. Er habe durch die viele Sonne ein ganz neues Lebensgefühl gewonnen, bilanzierte er nach all den Jahren. Fatah Hasanovic, die ebenfalls durch GNTM bekannt geworden ist, wanderte Anfang 2020 zusammen mit ihrem Partner Izzet aus. Im August 2023 kam ihr Sohn zur Welt. Im November 2020 kam Reality-Sternchen Georgina Fleur nach Dubai. Mit ihrer Tochter lebt sie als Single-Mama in einem Penthouse mit Blick auf die Skyline. Der ehemalige Nationalspieler Dennis Aogo und seine Ina beschlossen 2021, ihren Wohnort in die Metropole zu verlegen. Zuvor machte das Paar, das zwei Kinder hat, häufiger Urlaub in dem Emirat. Auch Rapper Bushido und seine Frau Anna Maria zog es von Berlin aus in die Sonne. Seit 2022 wohnen sie mit den insgesamt 8 Kindern in dem Wüstenstaat. Die ehemalige Eiskunstläuferin und Schauspielerin Tanja Schewtschenko wagte im Juli 2023 mit ihrem Mann Norman und den 3 Kindern die Auswanderung. In einer Community kauften sie ein Haus und renovierten es. Von Monaco nach Dubai. Carmen und Robert Geis sind 2023 in eine 500 Quadratmeter große Wohnung gezogen und gründeten eine Immobilienfirma in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber warum zieht es eigentlich aktuell so viele Prominente nach Dubai? Um da so ein bisschen die Hintergründe darüber zu erfahren, haben wir jetzt einen ganz besonderen Gast, der uns auch direkt live aus Dubai zugeschaltet ist, der Saman Mirza von Mirza Real Estate, quasi unser Mann in Dubai oder auch der Immobilienmakler der Stars. Viele seiner Kunden sind halt prominent und daher kann er uns, denke ich, einen ganz guten Einblick geben, warum kommen so viele Menschen nach Dubai, warum vor allem auch so viele Prominente und was gibt es vielleicht auch für Vorteile. Ja, mein lieber Saman, was denkst du, was sind die Gründe? Warum kommen aktuell so viele Menschen nach Dubai und vor allem auch so viele Prominente, so viele Influencer? Was denkst du, ist der Hintergrund? Also hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer. Warum wählen so viele Influencer und Prominente Dubai als ihren Wohnort? Ich denke, es ist die schlechte Stimmung, die man aktuell in Deutschland hat. Die Leute haben keine Lust mehr auf die Politik dort oder haben die Nase voll. Und denken sich dann einfach, wenn sie es sich auch finanziell natürlich leisten können, dass sie auswandern möchten und wählen Dubai, weil Dubai aktuell allgemein ein Ort ist, der sehr, sehr viele Menschen anzieht. Man hat hier nicht so viele Regulationen, man hat hier sehr, sehr niedrige bis gar keine Steuern, man hat hier super Wetter eigentlich das ganze Jahr über. Die Sicherheit ist extrem hoch. Dubai wurde ausgezeichnet als eine der sichersten Städte der Welt. Und Unterhaltungsmöglichkeiten, das Nachtleben, die Natur auch, denke ich, das sind so die Hauptgründe, warum sehr, sehr viele prominente Influencer nach Dubai kommen und dass sie hier natürlich auch sehr, sehr viele Möglichkeiten haben, Content aufzunehmen. Jetzt hat, glaube ich, jeder von uns schon mal gehört, ein riesengroßes Thema,
gerade wenn man über ein bisschen Geld verfügt, was bei den Promis oft der Fall ist, dass steuerliche Vorteile, Vergünstigungen der Grund sind. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Okay, also das Thema Steuern ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema, wie gesagt, vor allem wenn man viel Geld verdient. Die Hauptunterschiede zu Deutschland sind eigentlich, dass man hier gar keine Steuern bezahlt. Das heißt, man zahlt keine Einkommenssteuer, man hat keine Kapitalertragssteuer. Das heißt, wenn man Immobilien kauft, wieder verkauft, zahlt man keine Steuern. Wenn man Immobilien vermietet, zahlt man auch überhaupt gar keine Steuern. Aktien, Kryptowährungen, die ganzen Gewinne sind komplett steuerfrei. Die einzigen Steuern, die es gibt, ist eigentlich als Unternehmer, und das wurde auch erst vor 9 Monaten eingeführt. Das sind 9%, die man zahlt. Aber ich denke, im Vergleich zu Deutschland, wo man 50-60% zahlt Steuern, ist das schon sehr, sehr human. Und das sind so die Hauptunterschiede. Es gibt hier auch ganz normal eine Mehrwertsteuer, die beträgt aber nicht wie in Deutschland 19%, sondern 5%. Aber das merkt man sowieso im alltäglichen Leben jetzt nicht wirklich, weil man zum Beispiel, wenn man ein Pullover kaufen geht für 50 Euro, merkt man das nicht, dass man jetzt da die Mehrwertsteuer mitbezahlt hat. Man zahlt einfach 50 Euro. Und das sind so die Hauptunterschiede, was natürlich auch sehr, sehr viele prominente Influencer, aber auch allgemein Geschäftsleute nach Dubai zieht auf jeden Fall. Neben den steuerlichen Vorteilen, die du uns gerade schön erklärt hast, gibt es auch ganz einfache und banale Beweggründe wie schönes Wetter, viel Sonne, tolles Klima. Glaubst du, dass das auch eine Rolle spielt in der Entscheidung oder ist das eher nebensächlich? Okay, also das Klima ist natürlich sehr angenehm. Das ist immer individuell von Person zu Person. Die Leute, die Wärme mögen und Sonne, für die ist Dubai top. Also wir haben eine Durchschnittstemperatur von 27 Grad im Jahr. Im Sommer 2-3 Monate, wo es natürlich sehr heiß ist, da haben wir Temperaturen bis zu 45 Grad. Aber das Ganze ist auch auszuhalten. Ich denke, also die ganzen Menschen, die hier leben und arbeiten, die werden jetzt auch nicht im Sommer alle komplett flüchten und Dubai wird auf einmal leer sein oder zur Geisterstadt. Das Leben läuft hier ganz normal weiter. Abgesehen davon ist hier auch alles klimatisiert. Also das Wetter, wenn man Sonne und Wärme mag, ist es sehr, sehr angenehm. Die Infrastruktur ist eigentlich also unvergleichbar mit das, was man aus Deutschland kennt. Hier läuft alles komplett digital ab. Das heißt, man hat für alles Apps. Ja, das heißt, hier hat man nicht diese großartige Bürokratie wie in Deutschland. Ein Immobilienverkauf dauert zum Beispiel hier 1 Stunde, wenn es hochkommt. Und dadurch, dass die Prozesse so extrem schnell sind, zieht das natürlich auch sehr, sehr viele Geschäftsleute an aus aller Welt, die nach hier kommen. Und damit kommen wir auch zum dritten Thema, das Multikulturelle, dass man hier tatsächlich, also 90-95% der Menschen, die hier leben, sind keine Einheimischen, sind keine Locals, sondern Menschen, die aus aller Welt nach Dubai kommen und auch von diesem Wachstum, den man hier hat, profitieren möchten, die hart arbeiten wollen und etwas erreichen wollen. Dubai ist bekannt für Luxusimmobilien, für Villen, für tolle Apartments und Penthäuser. Kannst du uns so ein bisschen aus deiner Erfahrung heraus erzählen, wie wählen denn die Promis ihre Wohnungen oder ihre Häuser aus? Spielt da Sicherheit eine Rolle, Lage eine Rolle oder was ist da der Hauptpunkt? Gut, also wie wählen die Prominenten ihre Wohnorte aus hier in Dubai? Also es ist immer individuell, komplett unterschiedlich. Viele wollen zum Beispiel in der Jumeirah-Gegend sein, das heißt da, wo das Burj Al Arab ist, das bekannte 7-Sterne-Hotel, weil es dort sehr, sehr ruhig ist. Das heißt, man hat da mehr diesen Urlaubsflair, diesen Holiday-Flair. Es ist nicht so turbulent, nicht so chaotisch. Wiederum wollen auch einige hier in Downtown sein. Wir haben hier den Burj Khalifa natürlich, das höchste Gebäude der Welt. Und das ist auch natürlich super, wenn man, wie gesagt, Content produziert. Bezüglich der Sicherheit ist es überall in Dubai eigentlich sehr, sehr sicher. Also die Strafen hier in Dubai sind auf Kriminalität sehr, sehr hoch. Also Dubai hat mit einer der niedrigsten Kriminalitätsraten weltweit. Und das liegt auch daran, dass die Leute alle wissen, dass man sich hier benehmen muss, dass man hier am besten nicht gegen das Gesetz verstößt und sich einfach benimmt. Von daher eigentlich egal, wo man in Dubai ist, die Sicherheit ist hier auf höchstem Niveau. Also man kann hier seinen Autoschlüssel nehmen, auf die Motorhaube legen, weggehen und wiederkommen und man weiß danach, das Auto wird immer noch da stehen. Und das ist halt auch eine der Riesenmerkmale von Dubai, die extrem hohe Sicherheit. Wie wir alle wissen, Promis, Stars, Influencer, die haben eine große Reichweite. Die haben viele Fans, die haben viele Follower und die haben natürlich auch einen gewissen Einfluss auf die Menschen.
Glaubst du, dass da der Staat gewisse Anreize schafft? Oder kannst du uns vielleicht sogar Zahlen nennen? Werden bestimmte Prämien bezahlt? Oder gibt es irgendwas, was vielleicht auch erklären könnte, warum denn so viele, gerade auch Influencer beispielsweise, aktuell nach Dubai gehen? Ich denke, es gibt immer noch sehr, sehr viele Vorurteile gegenüber Dubai. Das ist irgendwie, weil es irgendwie ein islamischer Staat ist, dass die Frauen hier komplett bedeckt sein müssen oder dass es hier so extrem streng ist, was ja, wie man weiß, wenn man einmal hier war, ganz und gar nicht der Fall ist. Und das persönlich finde ich auch sehr, sehr gut, dass man den Leuten aus dem Westen, also aus Europa, aus Amerika oder allgemein aus dem Westen zeigt, dass es hier nicht irgendwie eine zurückgebliebene Kultur ist, um es mal ganz banal zu sagen, sondern im Gegenteil, das Ganze hier sehr, sehr modern abläuft, man sehr, sehr modern ist hier, die Frauen können hier nachts um 3 Uhr morgens alleine rumlaufen, es ist wie gesagt sehr, sehr sicher. Und umgekehrt finde ich auch, dass Dubai den Influencern sehr viel hilft, weil Dubai selber so viel zu bieten hat und so viele Möglichkeiten, Content zu produzieren, dass sich das beides sehr, sehr gut ergänzt und so diese Synergie entsteht, die Dubai hilft und auch den Influencern hilft. Sag mal, das hast du jetzt ganz nett gesagt. Jetzt stellt sich aber dennoch die Frage, und ich weiß, dass da draußen die Leute einfach wissen wollen, werden die Influencer vor allem, werden die bezahlt oder auch die Promis, kriegen die Geld? Wie viel Geld kriegen die, wenn sie denn Geld bekommen oder andere Leistungen? Kriegen die vielleicht Häuser oder ich weiß es nicht. Weißt du da eventuell ein bisschen mehr oder kannst du uns da vielleicht sogar Zahlen nennen? Also soweit ich weiß, werden die Influencer nicht dafür bezahlt, irgendwie Dubai schöner zu machen, als es ist. Es gibt natürlich gewisse Kooperationen, das gibt es aber auch überall auf der Welt, auch in Deutschland oder sonst, wo Influencer arbeiten, dass man zum Beispiel, wenn man in einem Hotel ist oder in Restaurants, dass man sagt, hier, ich habe wie gesagt eine sehr hohe Followerzahl, ich kann für euch Werbung machen und dann ist das ein Geben und Nehmen. Aber dass man hier von der Regierung zum Beispiel als Influencer extra dafür bezahlt wird, damit man nur positiv über Dubai berichtet, das ist ein Mythos, der so nicht stimmt und was ich zu 100% auch so unterschreiben kann, dass es nicht stimmt. Vielen Dank, mein lieber Saman, dass du die Zeit für uns gefunden hast. Gibt es noch irgendwas, was du ganz gerne unseren Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest? Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Auf jeden Fall viele Grüße aus Dubai an die ganzen Zuschauer und Zuhörer. Und was ich jedem empfehlen würde, ist einfach mal selber nach Dubai zu kommen, sich selber ein Bild zu machen von Dubai, nicht auf die ganzen Vorurteile zu hören, die besonders in Deutschland kursieren, weil es meiner Meinung nach oft einfach Neid ist von Menschen, die nicht die Möglichkeit vielleicht haben, nach Dubai zu kommen. Und deswegen, wie gesagt, kommt einfach mal selber nach Dubai, schaut euch das Ganze mal an. Und mein Gott, wenn es einem nicht gefällt, dann kommt man halt nicht wieder her, aber man hat es mal gesehen. Es gibt hier, wie gesagt, das höchste Gebäude der Welt. Es gibt sehr, sehr viele Sachen zu sehen hier. Deswegen macht euch euer eigenes Bild und liebe, liebe Grüße aus Dubai. Alles klar, Saman, mach's gut, mein Lieber. Vielen Dank und bis ganz bald wieder. So, meine Lieben, ja, das war's auch schon mit der ersten Ausgabe von Promi Deluxe TV. Wir hatten einen riesigen Spaß, ihr hoffentlich auch. Und in der nächsten Ausgabe haben wir natürlich wieder viele weitere neue, spannende, interessante Themen für euch. Schaltet also ein, wir zählen auf euch. Ach, und nicht vergessen natürlich, gerne auch ein Like bei uns dalassen. Freuen wir uns sehr, wenn es euch gefallen hat. Oder noch besser, ihr abonniert den Kanal, dann bleibt ihr ohnehin immer auf dem Laufenden. Und wir sehen uns dann automatisch beim nächsten Mal. Servus, tschüss und bis bald.